Hermann Bahr saß mit seinem patriarchen Bart neben einer jungen Dame, die sagte: »Wie freue ich mich endlich, den Dichter Sudermann kennenzulernen!« Bahr erwiderte, ohne mit der Wimper zu zucken: »Sie irren sich, mein Fräulein. Ich bin nicht Sudermann. Ich bin Brahms.« »Ach, verzeihen Sie«, rief die junge Dame beschämt, »wie konnte ich mich nur so irren? Aber ich wusste, dass ich ein großartiges Buch von Ihnen gelesen habe.« »Da meinen Sie gewiss Brahms Tierleben.« »Richtig, richtig, ein herrliches Buch.«